Die Vogelstimmen, die Sie hier hören, kommen aus einem neuen Soundsystem. Es geht um leichte und flexible Lautsprecher aus Papier. Diese könnten in öffentlichen Gebäuden oder Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Das ist ein Forschungsprojekt der TU Chemnitz. Ein Team um Dr. Gerhard Schmidt hat eine Möglichkeit gefunden, Lautsprecher auf Papier zu drucken. Druckverfahren sind hochproduktive Verfahren, wo man letztendlich eine große Stückzahl an Bauelementen in kurzer Zeit und das sehr kostengünstig herstellen kann. Mit den Forschungen zu den Lautsprechern aus Papier begannen die Chemnitzer vor etwa 10 Jahren. 2013 stellten wir Ihnen den Kopf hinter der Entwicklung vor. Professor Arvid Hübler zeigte uns damals in seinem Labor, wie er die Idee umgesetzt hat. Hallo, Frau Bellmann. Für das Lautsprecherdruckverfahren entwickelte seine Forschungsgruppe 2 besondere Flüssigkeiten. Hier die erste. Diese Flüssigkeit bewirkt dann, dass das Papier schwingt und damit die Töne erzeugt werden. Daneben fanden sie noch eine zweite Substanz, die leitende Metalle enthält. Aus beiden Flüssigkeiten machten sie eine Art Druckfarbe. In Form von Pasten können die nun mit einem Siebdrucker aufs Papier gebracht werden, und zwar auf ein ganz normales Blatt. Und so funktioniert es. Die erste Schicht kann Signale durch das gesamte Blatt leiten. Die zweite ist die schwingende Schicht. Sie bringt das Papier zum Vibrieren. Dann wird nochmal eine leitende Schicht und ein Kupferrahmen aufgedruckt. Über den kann das Papier mit Strom- und Soundsignalen versorgt werden. Fertig ist der gedruckte Lautsprecher. An einen Tonträger angeschlossen klingt er so. Damals war die Herstellung solcher Lautsprecher noch ein sehr aufwendiges Einzeldruckverfahren. Heute haben die Chemnitzer die nächste Hürde genommen. Die Papierlautsprecher werden jetzt maschinell auf langen Rollen gedruckt. Wie in größeren Druckereien können sie so in hoher Stückzahl kostengünstig hergestellt werden. Vom einzelnen Blatt Papier zur Rolle war es schon ein großer Schritt. Die Forscher haben aber auch den Sound verbessern können und die Versorgung ihrer Papierlautsprecher mit Signalen und Strom weiterentwickelt. Auch das können wir drucken. Und zwar mit gedruckten Leiterbahnen, wie man es hier schön sehen kann. Diese Streifen werden mit Hilfe von flüssigem Silber gedruckt. Sie machen letztendlich den gesamten Lautsprecheraufbau noch leichter und flexibler. So können nun Klangobjekte wie diese entstehen. Damit sie klingen, sind die Papierlautsprecher an einen Verstärker und eine Musikquelle gekoppelt. Dadurch entsteht eine 360-Grad-Soundanlage, wie sie in Museen oder anderen öffentlichen Gebäuden hängen könnte. Georg Schmidt und sein Team wollen jetzt Partner für verschiedene Anwendungsbereiche suchen.